referring to these 7 or 8 prisoners that were captured in the house on the left-hand side of the road as you entered the town of Bullingen. In Bezug auf die Kriegsgefangenen, die an diesem Haus links, als sie in Bullingen ankamen, gefangen genommen wurden. In your statement, which has been read in court, prosecution's exhibit P51, you say that these 7 or 8 prisoners were lined up near the house. In Ihrer Erklärung P51, die hier als Urkundenstück angereicht ist, sagen Sie, dass diese 7 oder 8 Amerikaner in diesem Haus hingestellt wurden. That Al Kruger shot at him with a machine pistol. Dass Al Kruger mit einer Maschinenpistole auf die geschossen hätte. And you shot at the man standing directly in front of you. Und Sie hätten auf den Mann, der direkt vor Ihnen stand, geschossen. But you purposely aimed to his left and tried to miss him. Aber dass Sie mit besonderem Grund an seiner linken Seite vorbeigezielt. Answer my question now, Bowles. Wollen Sie bitte jetzt meine Frage beantworten, Bowles? And I ask you if you ever said anything about shooting to the left of that man before your statement was dictated. Und ich frage Sie jetzt, ob Sie jemals etwas gesagt hätten, dass Sie links an dem Mann vorbeigeschossen hätten, bis zu der Zeit, als Ihre Aussage diktiert wurde. Jawohl, das stimmt. That is correct. And because you never had said anything about shooting to the left of that man, you and I have quite an argument about it, and I interrogated you further on that point, did I not? Und weil Sie niemals vorher etwas darüber gesagt hatten, dass Sie links an dem Mann vorbeigeschossen hätten, hatten Sie und ich ein Argument darüber und ich habe Sie weiterhin darauf vernommen, was mit dem Mann geschehen wäre. Is that not true? Stimmt das nicht? Ich habe nicht ganz verstanden. I didn't quite understand. Well, did you miss him? Haben Sie daneben geschossen? Ich habe überhaupt nicht geschossen. Didn't shoot at all. And Al Kruger was with you. Al Kruger war mit ihm zu der Zeit. Yes. And Al Kruger was the man who gave the order on the morning of the 16th not to take any prisoners of war, but to shoot them. Letzte gehört haben wir mehr Maschinengewehre von den Fahrzeugen, die vorbeifuhren. Things became quiet and we could hear the motors, correction, I could hear the motors in the distance. Es ist leiser geworden und ich habe die Motoren in größerer Entfernung hören können. I heard one man above me say, ich habe einen Mann über mir gehört, wie gesagt hat, so and so, have they killed you yet? So und so hat man sie schon erschossen. This herum gelegen sind, getreten, gestiegen. And ran in the direction northwest. Und bin Richtung Nordwest gelaufen. At this time, another machine gun opened up from a vehicle at the crossroad when we made the break. Um diese Zeit hat noch ein Maschinengewehr bei der Straßenkreuzung schießen angefangen, zur Zeit, wo wir versucht haben zu entfliehen. How many bodies do you estimate you saw lying in the field when you made your break? Wie viele Leichen schätzen Sie, haben Sie gesehen, während Sie versucht haben zu entfliehen? I estimate well over 100. Ich schätze auf über 100. How many people do you estimate made the break with you? Wie viele Leute glauben Sie, haben mit Ihnen zusammen versucht zu entfliehen? Approximately 15. Ungefähr 15. Where did you go after you went northwest? Wo sind Sie hingegangen, nachdem Sie in Richtung Nordwest gelaufen sind? I crossed a barbed wire fence and a dirt road. Ich habe einen Stacheldraht und einen Weg überquert. And passed behind a house. Und bin hinter einem Haus vorbeigegangen. Welchen Lärm von dem Feld, wo man früher, von dem Feld, wo man früher auf sie geschossen hat, gehört? I did. Ja. I heard more screams and more shots. Ich habe mehr Schreie, weitere Schreie und weitere Schüsse gehört. After the shots, with the screaming stop? Nach den Schüssen haben die Schreie aufgehört? Yes, it did. Ja. While you were at Swedish Hall, did you participate in the interrogation of the accused Chris? Haben Sie ganz in Schwäbisch Hall an den Vernehmungen des angeklagten Chris teilgenommen? Yes, I did. Yeah. Were you present in the courtroom when the accused Chris testified? Waren Sie im Gerichtssaal anwesend, wie der angeklagte Chris ausgesagt hat? Yes, I was. Yeah. Do you remember the substance of his testimony? Können Sie sich an den Inhalt seiner Aussagen erinnern? I believe he said that I threatened him
that he would be hung. Ich glaube, dass er gesagt hat, dass ich ihn bedroht habe, dass er aufgehängt werde. Is that the truth? No, sir. Stimmt das? Nein. Did you ever threaten to hang Chris? Haben Sie jemals Chris bedroht, dass er aufgehängt wird? No, sir. Nein. Did you ever strike the accused Tom Hart in the face or in the stomach? Haben Sie jemals den Angeklagten Tom Hart ins Gesicht oder in den Magen gestoßen? No, sir. Nein. Did you ever strike him in any part of his body? Haben Sie ihn jemals in irgendeinem Körperteil geschlagen? I never touched him, sir. Ich habe ihn niemals berührt. Did anyone ever touch him in your presence? Hat irgendjemand ihn in Ihrer Gegenwart jemals berührt? No, sir. Did you ever hear of anyone ever striking or touching him in Tom Hart? Haben Sie jemals davon gehört, dass jemand Tom Hart geschlagen oder berührt hat? I never heard anything like that. Ich habe nie so etwas gehört. No, sir. Haben Sie das getan? No, sir. Nein. Did you, by you at Swabish Hall, did you participate in the interrogation of the accused Bolts? Haben Sie an der Vernehmung der Angeklagten Bolts in Swabish Hall teilgenommen? Yes, sir. Yeah. Were you present in the courtroom when the accused Bolts testified? Haben Sie im Gerichtssaal anwesend, wie der Angeklagte Bolts ausgesagt hat? Yes, sir. Yeah. Do you recall the substance of the accused Bolts testimony? Können Sie sich an die Aussage im Allgemeinen des Angeklagten Bolts erinnern? I do, sir. Yeah. Did you threaten him at any time during his interrogation at Swabish Hall? Haben Sie den Angeklagten Bolts während seiner Vernehmung in Swabish Hall irgendwann bedroht? No, sir. Nein. Do you recall his interrogation? Können Sie sich an seine Vernehmung erinnern? Yes, sir. Will you state to the court what you recall concerning his interrogation? Sagen Sie im Gericht, woran Sie sich erinnern können an seine Vernehmung. I remember that Mr. Tohen and I went into the interrogation to which Bolts had been brought. In less than 10 minutes, Bolts told us about the shooting of the 8 prisoners at Bullingen. And about the fact that he fired his machine gun from his SPW into those prisoners who were still alive in the field at the crossroads. Und darüber, dass er über die room, went to Colonel Ellis's office where Major Sherman, the French war crimes liaison officer, was. Ich habe dann die Zelle verlassen und bin in das Büro des Oberstleutnant Ellis gegangen, wo Major Sherman, französisch, hier gewesen ist. To see if we could bring Bolts into Colonel Ellis's office so that Major Sherman could see what Bolts, strike, could hear what Bolts had to say. Und auf um festzustellen, ob es möglich wäre, Bolts in das Büro des Oberst Ellis zu bringen, damit Major Sherman feststellen konnte, was Bolts sagen würde. I found out that the office was available for that purpose, and I immediately returned to the interrogation cell. Ich habe festgestellt, dass das möglich war, habe in sofort zur Vernehmungszelle zurückgegangen. And Mr. Tone and Bolts and I walked down the hall and into Colonel Ellis's office. Und Mr. Tone, ich und Bolts sind in Oberst Ellis' office gegangen. There, Bolts repeated in substance what he had told Mr. Tone and myself. Did you, or did you ever see anyone beat the witness trot at Swabish Hall? Haben Sie selbst jemals den Zeugentrott geschlagen oder haben Sie gesehen, dass jemand das getan hat? Trot was not touched in my presence. Trot wurde in meiner Gegenwart nicht berührt. Do you recall the interrogation room that was used when you participated in the interrogation of the witness Trot? Kann ich an das Vernehmungszimmer, das verwendet wurde, wie die Trot vernommen haben, erinnern? I do, sir. Yeah. Did you see any bullet holes in the walls of this interrogation room? Haben Sie in den Mauern dieses Zimmers irgendwelche Kugellöcher gesehen? No, sir, there were no bullet holes. Nein, man keine Kugellöcher dort. Did you see any flesh of any kind hanging to the walls in this room? Haben Sie in diesem Zimmer irgendwelches Fleisch an den Wänden gesehen? No, sir, there was no flesh hanging. All of the interrogators that worked on the Malmedy case at Swabish Hall. Kennen Sie alle die Untersuchungen, die an Fall Swabish Hall gearbeitet haben? I do, sir. Yeah. Do you know whether or not you or any of the interrogators ever assisted any of the accused in the drawing of their sketches? Wissen Sie, ob irgendwelche der vernehmenden Offiziere oder Sie den Angeklagten jemals geholfen haben, ihre Skizzen zu zeichnen? No assistance was given in the preparation of the sketches. Harry, get out.